In den folgenden Trainingsvideos bekommen Sie viele Anregungen, wie Sie Spielsituationen auf dem Platz leichter meistern und wie Sie die einzelnen Schläge gezielter trainieren. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen mit unseren Trainingsvideos. Bleiben Sie am Ball. Ihr Team der Golfschule Beuerberg. Herzlich willkommen im wunderschönen Golfclub Beuerberg. Heute ist mein Thema der Driver. Für viele Leute ist es beim Driver wichtig, den Ball möglichst weit zu schlagen. Für mich war es irgendwie schon immer wichtiger, den Ball auf die Bahn zu bekommen. Heute möchte ich Ihnen einige kleine Übungen zeigen, um einfach den Driver häufiger auf die Bahn zu bringen. Denn ein Ball im Aus bringt uns ja relativ wenig. Der Ball muss einfach auf die Bahn. Um den Driver auf die Bahn zu bekommen, ist natürlich die Richtung am allerwichtigsten. Und dafür sollte man das Gefühl für die Schlagfläche etwas schulen. Dafür nehmen wir einfach das Tempo raus und machen ganz kleine Bewegungen. Also wir fangen einfach mal an. Okay, wir schlagen Bälle auf die 50 Meter Markierung, die ich hier vorne vorbereitet habe. Gleich noch einen. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, okay, ich kann die 50 Meter sehr, sehr gut kontrollieren, dann nehmen wir das Ziel etwas weiter entfernt, die 100 Meter Markierung. Dafür brauche ich natürlich schon etwas mehr Dynamik, aber ich habe immer noch eine sehr gute Kontrolle über meine Schlagfläche und bin mir immer noch sehr, sehr sicher, dass ich den Ball Richtung 100 Meter Markierung schlagen werde. Auch der wäre wieder Mitte Fairway gewesen. Also, gehen Sie auf die Range, gehen Sie bewusster auf die Range, trainieren Sie auch mit Ihrem Driver diese kurzen Distanzen, erfahren Sie die Bewegung, fühlen Sie Ihre Schlagfläche und spielen Sie auf dem Platz draußen nur immer mit der Geschwindigkeit, die Sie auch wirklich kontrollieren können. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Üben, Ihr Alex Linner. Wenn Sie noch mehr Anregungen für Ihr Training suchen, gehen Sie auf meine Internetseite www.golf-keinsport-wie-jeder-andere.de.